Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2 und wir stehen wo? Ganz genau, wir stehen hier in Luxemburg. Warum stehen wir in Luxemburg und nicht in Köln und warum ist die letzte Fracht abgebrochen? Ganz viele Dinge, die wir klären müssen. Ich habe eben eine Aufnahme gemacht, komplett, super geil. Meine Stimme hörte sich an wie der letzte Roboter 2020. Gut. Ist halt scheiße gelaufen, würde ich sagen. Und deswegen stehen wir nun in Luxemburg. Die Fracht ging von Köln nach Luxemburg. Eigentlich eine super schöne Fahrt. Wenn ihr sie sehen wollt, kann ich sie gerne ohne Ton für euch hochladen. Falls nicht, sagt einfach, nein, möchten wir nicht sehen. What? Wie geil ist die Tour denn bitte? 33.000 Ocken für Gleisketten? Gehört das nach Frankreich? Nach Ayacucho oder so. Wobei die Betonträger, die 51 Tonnen, die jucken schon in den Fingern. Wir können ja mal gucken, was hier der beste Preis ist. Okay, für die Kurzstrecke bekommen wir 8.700 Dollar, Leute. Euro. Boah. Das ist gut. Komm, wir fahren die Druckbehälter nach Lille rüber nach Frankreich. Da waren wir schon lange nicht mehr. Und nein, mein PC leider ist immer noch nicht rechts intakt. Abbiegen und dann links halten. Für die Leute, die es nicht wissen, mein PC ist leider rechts halten und dann rechts abbiegen. Noch nicht in Betrieb, dadurch, Sie dass sind am Ziel angekommen und leider das Netzteil eine Macke hatte. Ich warte jetzt gerade auf das neue Netzteil und wenn das neue Netzteil da ist, gibt es dann auch endlich das passende Video dazu. Nehmen wir den Krone, würde ich sagen. Wir sind edel unterwegs. Da steht er schon für uns bereit. Sehr gut. Und ich muss hier nochmal an der Stelle Ninis Notebook loben. In höchsten Tönen. Unfassbar, Leute. Wenn ihr wollt, schreibe ich euch gerne die Details vom Notebook hier rein. Oder schaut einfach in die Videobeschreibung. Egal, was ich diesem Notebook antue, es schafft alles. Videobearbeitung, kein Problem. Bildbearbeitung, kein Problem. Games, ETS 2 läuft auf höchsten Einstellungen hier gerade mit 133 Bildern pro Sekunde. Nein, wir haben nicht die höchsten Einstellungen. Biege nach rechts ab. Es tut mir leid, ich lüge. Entschuldigung. Eigentlich hatten wir die höchsten Einstellungen. Fällt mir gerade ein. Warum ist denn hier alles auf niedrig? Lol. Moment. Ich kläre das. So. Weil das sehe ich nicht ein. Und... was machen die Bilder pro Sekunde? Check, check, check. Ah, jetzt sieht das auch viel schöner aus. Hab die Fracht vergessen. Und immer noch 67 Bilder pro Sekunde, rechts Leute. Rechts halten und dann rechts ohne abbiegen. Spaß für ein Notebook, was nicht gerade neu ist, mit einer GTX 1070. Nach rechts ab. Hammer. Hi, Polizei. Achso, ich mache euch die Navi-Karte an. Erstens, damit wir sehen, wo es lang geht. Und zweitens, damit ihr seht, wo es lang geht. Wir haben eine Übernachtungszeit mit eingerechnet. Das ist natürlich sehr gut, weil wir müssen gleich irgendwo übernachten. Oh. Gerade noch so gesehen. Rechts abbiegen. Danke für den Hinweis. Habe ich das Ding da fast überfahren? Was war denn das? War das Öl? Biege nach rechts ab. Ich werde nichts sagen, aber da lag Öl auf der Strecke. Im Normalfall hat Öl nichts auf der Straße verloren. Überhaupt gar nicht. Herrlich. Ich liebe diesen Scania immer noch. Dazu muss man aber auch sagen, aktuell habe ich eher so den Volvo-Titch. Achso, und vielen lieben Dank an... ich weiß den Namen nicht mehr. Nein, ich habe mir eben noch gemerkt. Ich komme nicht mehr drauf. So ein Kack. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für dein gesponsertes DLC. Dankeschön. Er hat geschrieben, einfach mal so,
weil ich es nicht habe. Danke. Also das DLC habe ich nicht. So. Vorteil immer noch, Leute. Holländische Autobahn, 90 km/h und gib ihm. Was aber jetzt gerade meine Bedenken sind folgende. Und zwar, in Holland gilt ja nun 100 km/h tagsüber, 120 km/h nachmittags bis abends bis nachts. Hier ist zwar Parken ausgeschildert, aber kein Parksymbol auf dem Navi, aber auf dem kleinen Navi ist es trotzdem abgebildet. Dann denke ich mal, müsste das trotzdem funktionieren, wenn wir uns hier einreihen. Herrlich, vielen lieben Dank, dass es doch noch funktioniert. Und zwar ist halt die Frage jetzt für mich, wie sieht das aus? Mit LKWs überholen und so. Ich stelle mir das Ganze arg schwer jetzt vor. Man fährt 90 mit dem LKW und 100 mit dem PKW. Man ist ja eigentlich froh, schnell an LKW vorbei zu sein. Dies ist jetzt nicht mehr schnell möglich. Achso, wir fahren jetzt aktuell nicht auf der Promods. Für die Leute, die sich fragen, warum hier keine Promods ist. Immer geradeaus. Weil die Promods ist ja fertig installiert auf dem PC. Und von daher, wenn der PC fertig ist, fahren wir automatisch direkt wieder auf der Promods. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Achso, ich habe auch dann eben noch den Fehler gesucht und den Fehler auch wiederum gefunden. Warum denn die Sounddatei so schlecht war und mein Video selbst gar keine Audio hatte. Was ich natürlich jetzt hoffe, dass es hat. Fällt mir nämlich gerade ein. Ich guck mal kurz nach, bevor ich hier weiter Tüdelü fahre. So, da bin ich auch schon wieder. Und ja, das Video hier hat Ton. Das ist sehr gut. Das andere Video brauche ich euch erst gar nicht hochzuladen. Hat keinen Ton. Hat sich also gerade von selbst das Problem erledigt. Schade. Weil ohne Ton macht es ja überhaupt gar keinen Sinn mehr. So, niedriger Tankfüllstand. Wir können noch 520 Kilometer fahren. Wenn mein Mustang mich so früh warnen würde, wäre schön. Ich glaube, der Füllstand unseres Mustangs ist momentan 25 Kilometer Restreichweite. Ist auch okay. Kann man mal machen. Muss man nicht, aber kann man. Herrlich. Auch schön mit den Vögelchen da oben. Also ETS 2 ist immer noch top. Es wird langsam Zeit, dass die Niederlande und die Belgier hier mal ein bisschen Auffrischung bekommen, was die Bodentexturen angeht und so. Was ich persönlich schade finde, ich habe vor kurzem aus Ninis Livestream erfahren, der übrigens heute Abend noch stattfindet. Nini macht heute Abend einen Livestream. Ich glaube um 21.15 Uhr oder um 21.30 Uhr, kommt drauf an, wie es mit der Zeit hinhaut. Nur, dass ihr auch schon mal Bescheid wisst, Link ist unten in der Videobeschreibung. Sie streamt auf Twitch, möchte da durchstarten und ich drücke natürlich alle Daumen, die ich habe. Und zwar ist mir da doch aufgefallen, dass, wie heißt das, dass OMSI 2 nicht mehr supported wird. Der Support ist komplett eingestellt, das heißt keine OMSI 2 Updates mehr von der Firma selbst. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Und jetzt bin ich mal ehrlich, das ist eine Dreckigkeit hoch 10. Immer geradeaus. Also das kann ich sowas von nicht nachvollziehen. So ein gutes Spiel mit so einer guten Grafik. Entschuldigung. Aber das Spiel ist doch wirklich nicht schlecht. Das Spiel hat einfach seine Macken, die man mit Patches beheben könnte. Oh, das Lenkrad geht gerade ab. Aber nein, der Support wird eingestellt. Nur noch die DLCs werden gemacht.
wo ich mir dann denke, es wäre schön, wenn sich da Leute auch mal dran wagen und sagen, hey, ich portiere das Spiel auf die Unreal Engine, auf die Cry Engine. Egal, Hauptsache eine bessere Engine. So, wir überholen mal, wir reduzieren jetzt die Geschwindigkeit mal ausnahmsweise nicht auf 70. Kurz hier an den Kollegen vorbei. Stilgerecht natürlich. Ohne Begrüßung. Uns begrüßt hier ja auch keiner, dann begrüßen wir auch niemanden. Jetzt können wir uns nochmal unseren LKW angucken, oder? Also ich muss sagen, das Ding sieht immer noch hammermäßig gut aus. Allein die Farbe, die knallt richtig schön in dieser Sonne. Mega geil. Die Sounds von außen wurden auch nochmal ein bisschen poliert. Finde ich gut. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Und ich wollte gerade fragen, wo es lang geht. Immer geradeaus. Danke. Hat ja jetzt gut gepasst. Ich wollte gerade fragen, wo es lang geht. Immer geradeaus. Er hätte noch Hubi sagen müssen oder so. Also flott hier, nicht schlecht. Aber wir kommen ebenfalls schnell auf Tempo. Also wir haben kein Problem mit irgendwie, dass wir nicht richtig vorwärts kommen oder so. Haben wir überhaupt gar kein Problem mit. Wir müssen nur dran denken, bitte, für die nächste Folge, dass wir tanken fahren. Weil sonst haben wir nämlich ein kleines Tankproblem. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Dass wir irgendwo stehen bleiben müssen. Gezwungenermaßen. Ich meine, ich könnte jetzt tanken, aber muss ja nicht sein. 414 Kilometer kommen wir noch. Wir müssen nur 90 Kilometer fahren, dann sind wir da. Wäre also Blödsinn, so gesehen. Aber er hält sich tapfer an den 90 km/h. Also unser Nebenfahrer. Sieht für mich aus wie ein Scania. Können wir leider nicht gucken. Ich würde ihn ja überholen, aber na komm. Ganz kurz, Leute. Weil ihr es seid. Guten Tag. Ja. Ein R420er. Schöner LKW. Sieht auch cool im Rückspiegel aus. Im Seitenspiegel. Oh, an 63 Kilometern sind wir rechts schon da. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten, rechts Ausfahrt, Arzt 23. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir. Achso, jetzt dürfen wir wieder 90. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nämlich auf 90 beschleunigen. Nein, da stand dann 80. War auch nicht gut. Wahnsinn, Leute. Aber es ist eine schöne, ruhige Tour. Wir haben diese Folge keine Strafe bekommen. Achso, in der letzten Folge hatte ich unseren ersten kleinen Kredit noch abbezahlt. Der andere hat noch irgendwas mit über 250.000 Restschuld.
Den müssen wir dann auch noch begleichen demnächst. Muss man wieder nicht verstehen, die Logik gerade. Wir könnten ja schon hier rausfahren. Aber das Navi empfiehlt, erst gleich rauszufahren. Scheint für ihn der kürzeste Weg zu sein. Ja gut, man muss nicht durch die Stadt fahren. Man hat weniger Ampeln. Ja, okay. Doch. Im Endeffekt hat das Navi recht. Muss man sagen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das machen wir doch gerne. Biege nach rechts ab. So, vorsichtig werden hier. Links halten und dann links abbiegen. Die Tickets sind teuer genug. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wo sind die Firma? Ist es die dahinter, so gesehen? Biege nach rechts ab. Hauptsache, wir fahren immer noch mit Fernlicht rum. Sagt mir auch keiner Bescheid, ne? Bitte rechts halten. Und da sind wir schon. Es ist vorbei. Es hört sich so an, als ob sich das Navigationsgerät freuen würde. Gucken, ob wir das noch hinkriegen. Als ob wir jahrelang nichts anderes getan hätten, Leute. Herrlich. Das hat sich gelohnt. Nochmal ordentlich EP dazu und 12.000 auf dem Konto. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.